Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, war jetzt nicht so überraschend. Nachdem wir Jedi Knight durch haben, starten wir jetzt mit Mysteries of the Sith. Das Add-on zu dem Spiel, was leider, glaube ich, auch gar nicht so viel ja, so großartig verbreitet wurde. Also, ihr werdet es auch gleich sehen, die Videosequenzen sind leider nicht mehr mit Schauspielern gedreht, sondern halt gerendert. Und da das Spiel mittlerweile an die 20 oder ziemlich genau 20 Jahre alt ist, sehen die auch nicht mehr so toll aus. Also, mir hat mir das mit den Schauspielern doch wesentlich besser gefallen, aber die hatten wahrscheinlich hier für dieses Add-on ein deutlich geringeres Budget. So, wir werden wieder auf einfach spielen. Dass ich einigermaßen gut durchkomme. Ich werde diesmal versuchen, ein paar mehr Secrets zu finden, dass wir am Ende dann doch etwas besser gerüstet sind, obwohl wir doch einigermaßen gut durchkamen nachher am Schluss. Und trotzdem habe ich mir jetzt mal auf dem zweiten Bildschirm eine Liste mit den Secrets pro Level gelegt. Ich habe mir auch schon Let's Play dazu angeschaut. Ein komplettes im Laufe der Zeit. Und von daher schauen wir einfach mal, wie das läuft. Und ja, ich hoffe, wir kommen einigermaßen gut durch. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich hoffe, mir gefällt das Projekt. Ich glaube, selber habe ich es noch nie gespielt. Und ich bin mal gespannt. So, wir starten jetzt erstmal ein neues Singleplayer-Spiel. Und dann, wie gesagt, seht ihr dann auch gleich mal, was ich mit den Videosequenzen meinte. Excellent, Mara. You're becoming very adept at using the Force to anticipate my actions. Someday that insight may save your life. Commander, what's the situation? We detected two asteroids approaching our atmosphere and thought they'd break up on contact. We became alarmed when they took up a geosynchronous orbit and began bombarding our shields. They appear to be some sort of new Imperial weapons, disguised as asteroids to take us by surprise. It looks like they were successful. It's not something you typically see in an asteroid. Sir, our long-range outpost on Delta 3 has picked up an Imperial strike force entering hyperspace. Using their last known course and speed, we estimate they will arrive within 3 hours. We can't get our evacuation shuttles off the ground with those asteroids pinning us down. And once the primary force arrives, we're done for. Sensors detect Imperial ground troops landing just outside our shields. Send squads 2 and 5 to Blue Sector. Tell all troops to prepare for ground assault. We still have a chance. I'm gonna see if I can borrow a shuttle from our visitors, then I'll see what I can do about those asteroids. I'm going with you. You're gonna... No, Mara, I need you to stay here to coordinate the base defenses. I'll signal you when it's clear to begin the evacuation. Better make it fast. We have less than 3 hours. And Katarn. Yes? Good luck. Thanks. I have a feeling I'm gonna need it. Nun gut, dann legen wir doch mal los. Dieses Mal übrigens auch mit Musik, die leider nicht, ja, die sich leider nicht ausstellen lässt. Nee, das wäre noch schöner. Nee, die sich leider nicht leiser drehen lässt. So, das machen wir mal. Hier können wir diese beiden Sturmtruppen noch ein wenig überraschen, indem wir das Raumschiff hier runterlassen. Und das hat gar nicht mal so gut funktioniert. So, die Herren. Steuerung habe ich mir tatsächlich nochmal genauso eingestellt wie vorher. Jetzt haben wir auch eine neue Waffe gekriegt. Ja, eben wie bei Jedi Knight auch. Und ich glaube, wir bleiben aber tatsächlich noch ein bisschen beim Lichtschwert. Auch hier HD-Mod installiert, die sich zum Glück eigentlich ganz gut macht. So, dann könnten wir theoretisch hier runtergehen, was aber nicht allzu viel bringt. Von daher, wo haben wir denn Force Jump? Da haben wir Force Jump. Ups, na komm. Einmal hoch bitte. Du kannst da mal drauf gehen. Und dann haben wir hier unser erstes Secret. Ups, nein, das wäre jetzt etwas.
unvorteilhaft gewesen, wenn wir da jetzt draufgeballert hätten. So, und wir haben auch schon jetzt mal wieder ein neues Wäffchen gekriegt, beziehungsweise wir kennen das ja schon. So, das wäre Secret Nummer 1. Die, ja, ich glaube, die KI ist auch nicht so sinnvoll. Oder so, so gut ausgestattet. Wir allerdings auch nicht, sehe ich gerade. Wir haben doch ordentlich Leben verloren. Von daher sollte ich vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Da unten war, ja, sind halt noch ein paar Gegner, die aber erstmal uns egal sein sollten. War hier draußen noch was? Hier wäre halt was mit Muni. Vielleicht sollte ich auch hier wieder ein bisschen auf Waffen gehen. Und ich glaube, hier draußen war sonst erstmal nichts zu holen. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Gehen mal hier entlang. Also mal schauen, wo es überhaupt weitergeht. Hier eventuell, ne? Ja. Da sterben Leute, das ist doch immer gut. So. Und Leben ist natürlich auch nett. Wir haben diesmal auch kein Moralsystem mehr in dem Spiel. Also es gibt halt nur ein Ende. Bin ja schon unterwegs. Was machst du hier oben? Nicht allzu viel, wie ich sehe. Also man, wie gesagt, im ersten Teil gäbe es halt auch noch ein zweites Ende. Ein böses Ende, wenn wir uns der bösen Seite verschrieben hätten. Da gibt es halt entsprechende Videos zu auf YouTube. Da hätte ich quasi das komplette Spiel nochmal neu spielen müssen dafür. Das war mir dann noch ein bisschen zu viel Aufwand. Was sind wir da eigentlich? So, wir könnten auch vielleicht mal die Karte aufrufen. Da hinten scheint es wohl irgendwie weiter zu gehen. Also müssen wir doch hier runter. Ich dachte, das wäre optional. Aber gut. Dann... Nee, das ist tatsächlich relativ optional hier. Na komm, geht drauf. Dankeschön. Ja, ist halt um Muni aufzufrischen. Allerdings haben wir halt auch ein bisschen Leben verloren. So, dann ich eventuell noch mal ganz nach oben. Ich weiß es ja nicht. Also hier war ja nichts außer dem... Dings, außer dem Secret. So, da kamen wir her. Achso, vielleicht mal hier weiter. Da gäbe es noch ein paar Minen, die nehme ich mir mal gerade. Dankeschön. So. Hier ist aber auch erstmal nichts. Das heißt, wir begeben uns mal hier rüber. Okay, das scheint auch nicht so effektiv zu sein. Wappa, da hinten scheint noch was zu sein. Ich, wie gesagt, hier am Anfang, ich verlaufe mich hier echt jedes Mal. So, wo wollte ich jetzt hin? Darüber. Ja, ich glaube, hier müsste es dann irgendwo weitergehen. Ah, warte mal. Da können wir aber nichts dran ändern. Okay. Ah. Nee, warte, da war ich ja auch schon hoch. Verdammt, wo ging das hier denn nochmal weiter? Können wir hier irgendwas drücken? Nö. Irgendwie auch nicht. Wir mussten, glaube ich, durch irgendeinen Lüftungsschacht. Nur wo ist dieser Lüftungsschacht? Vielleicht hier nochmal weiter? Da oben, okay. Kann ich da einfach hochlaufen? Ja, kann ich. Okay. So, dann war hier schon was? Nee, ich glaube nicht.
Ja, da unten wird es weitergeballert. Ich glaube, drüber springen können wir da sowieso nicht. Überraschung. Wie gesagt, es ist auch egal, ob wir jetzt hier eigene Leute wegschießen. Es stört keinen großartig. Und bestraft werden wir dafür nicht. Im Gegenteil, wir werden sogar noch belohnt. Da wir Muni und sowas kriegen. So, die. Oh, ich bin so gut wie tot. Das ist unschön. Wollen wir denn Force Healing? Gar nicht. Okay. Vielleicht soll ich da auch nicht unbedingt speichern. Da haben wir nochmal Zeug zum Nachladen. Vielleicht speichere ich dann doch nochmal. So. Ja, wie gesagt, es ist tatsächlich noch ein bisschen holprig. Aber ich bin guter Dinge, dass wir hier ganz gut zurechtkommen. Ah genau, und wir haben jetzt hier eine neue Waffe. Das ist, glaube ich, die Blasterpistole von Han Solo oder ähnlich wie Han Solo. Den hat es ein wenig zerlegt. Wie gesagt, sind nicht alle Models auf HD gemacht worden oder hochgepatcht worden. Hier oben, genau, hier oben waren noch welche. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Falsche Macht ausgewählt. So, dann... Na? Komm. Mein lieber Herr Katan. Das kriegst du hin. So. Secret Nummer 1 und ich glaube, da können wir einfach drüber rennen. Und dann haben wir jetzt Secret Nummer... Ne, beziehungsweise 2 und 3 war das jetzt. So. Das wäre das. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ballern den noch kurz weg. Und sind tatsächlich wieder sehr gut aufgestellt, was das hier alles angeht. Hat sich ja doch gelohnt. So, euch geht's ganz gut. Euch nicht. So, einmal den Schlüssel mitnehmen. Und ich überlege mal gerade, war denn hier sonst noch irgendwas? Hm. Ja, die Waffe ist halt doch sehr ungenau. Muss ich ja zugeben. So, ich glaube, hier war noch was, oder? Irgendwas mit... Hier steht... Also, wie gesagt, in der Liste steht irgendwas Flickering Lights. Was haben wir denn da? Hier müsste irgendwas zum Zerlegen sein. Schauen wir mal hier rüber. Hi. Überraschung. Na gut, hier ist ja sowieso so ein bisschen alles am rumflickern hier. Also am... Hep. Hey, stirb doch mal. Stirb. Ja. Es blinkt und blitzt alles so ein bisschen... Die Dinger werden, glaube ich, so ein bisschen kaputt gehen, langsam. Irgendwo sollte hier jetzt so eine... War das hier? Aber ich schätze mal... Ja gut, sonst haben wir eventuell noch eins zu übersehen. Ich weiß es ja nicht. Schauen wir einfach mal, wo es weitergehen könnte. Hier zum Beispiel. Moment. Wahrscheinlich können wir dann den Aufzug rufen. So, die Herren. Dann könnt ihr alle mal drauf gehen. Wir holen uns noch ein bisschen Leben mit.
So, wir können auch die zwei Blaster hier durchwechseln. Und euch geht's, glaube ich, auch noch ganz gut, habe ich den Eindruck. Kann das sein? So, dann schauen wir uns hier oben nochmal um. Du stehst da ein bisschen gefährlich. Du könntest da leicht runterfallen, mein Freund. Sir, we've lost control of just about everything. But if you can get to the communications room, you can jam their sensors so they won't know you're coming. Okay. Ich weiß gar nicht, könnte man das nicht auch irgendwie aufladen, das Ding? Scheinbar ja nicht so wirklich. Hier sind halt auch wieder Flickering Lights. Aber gut, ah ja, ich warte mal hier oben eventuell. Überraschung. So, die Herren. Wieso lebt ihr denn eigentlich noch? Sag mal. Au, 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 au. Was ist mit den Dingern? Ist das gar nicht mal so nett. Meine Güte, jetzt geht doch mal drauf. Es reicht zu langsam. So, tschüss. Ah, hier wahrscheinlich. Captain Katarin, we've lost power to this section. We need you to get to the generator and switch us over to auxiliary power. Ah, alles klar, alles klar. So, hier ist es ziemlich am Flickern. Da ist zu, da können wir uns gleich einen Aufzug noch holen. Hier war doch was, oder? Da sind auf jeden Fall mal Gegner. Das ändern wir doch gerade mal. Da fliegt jemand weg. So. Die Herren. Ich glaube, auf der mittleren Schwierigkeitsstufe halten die auch zwei Schläge aus, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir haben ja nun mal die einfache gewählt. So. Da, genau. Das war's. So, das müsste jetzt Nummer 4 gewesen sein. Zack, zack. Na komm, sterb doch mal. Wird ein bisschen zu viel gekostet. Ich könnte auch mal die Railgun benutzen. Und hab doch wieder irgendein Update aufgenommen. Fällt mir mal auf. Ich hab's halt gerade gehört. So, dankeschön. Ich glaube, jetzt haben wir wieder Power, oder? Jawohl. Kyle, Comstation reports power has been restored. We're jamming all communication and sensor frequencies. Okay, we've jammed their sensors. Now we're gonna stage a diversion in the South Hangar. We've learned of a Lambda class shuttle on the North Plateau. If you can steal it, it's your ride up to the asteroids. Make it quick, Kyle. We can't hold them for long. Alles klar. So, dann geht's, glaube ich, hier erstmal runter. Nee, nicht runter, rein. Hier war irgendwas. Ah ja. Zack, dankeschön. So, das war Nummer 5. Wahrscheinlich von der Seite auch noch irgendwie rein können. Ah ne, einfach durchrennen. Gut, und jetzt können wir wieder zurück, wie es aussieht. Ein bisschen Zeug noch mitnehmen. Hi. Wo kommt ihr denn hier schon wieder alle her? So, und dann können wir uns jetzt mal hier wieder zurückbewegen. Jetzt haben wir Schaden durch irgendwas Runterfallendes gekriegt. Wie fies. Ja, genau, und ihr fangt erst an zu kämpfen, wenn jemand zuguckt, oder? Ja, eigentlich möchte ich ja nicht, aber ja, mein Gott, wenn da halt jemand rumrennt, dann ballern wir halt, meine Güte. Hm, Granaten haben wir jetzt auch noch. So, ich glaube, jetzt können wir ja runter. Oder hoch.
Ah ne, wahrscheinlich können wir jetzt hier durch, oder? Ja. Aua. Vielleicht sollten wir auch mal hier ein bisschen auf die Waffen wechseln. So, die Herren werden weg. Dankeschön für das Zeug hier. So, war, ich glaube, davor war's. Oder? Ich glaube, hier hätten wir noch irgendwo was zu mitnehmen. Jawohl. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. So, und das dürften jetzt alle 6 Secrets gewesen sein für diesen Level. Okidoki. Danke, danke, danke. Sehr freundlich. Das ist nicht so freundlich. Aber wir wurden ja zum Glück einigermaßen ausgestattet hier. So. Dann bannen wir dich mal weg. So. Den Piloten kannst du auch mal zerlegen. Dankeschön dafür. Haben wir noch irgendwas hier an Zeug zu mitnehmen? Ah, ein bisschen Muni und so, aber das kann mir im Moment nicht viel bringen oder bringt mir im Moment gerade nicht so viel. So, hier ist tatsächlich mal nichts drin. So einfach machen sie es dann doch einem nicht. Du kannst da mal weg. Du kannst da mal weg. So, und man kann auch, glaube ich, mit Force Jump oder Force Speed und Jump kann man darüber springen. Ist mir aber ein bisschen zu riskant. Also könnte man den Level so ein bisschen abkürzen. Obwohl, nee, ich glaube, wir müssen da sogar durch. Kann das sein? Dann hüpfen wir mal hier hoch. Ah, Bagdad-Tanks. Sehr gut. Die waren, glaube ich, auf F4. Jawohl. Ich habe mir mal ein paar Tastenkombinationen gemerkt. Seid stolz auf mich. So, aber ich glaube, so viel Umweg ist das eh nicht, wenn wir hier oben rumlaufen. So, dann können wir einfach mal hier durch. Nehmen die noch mit. Und können dann nach unten. Ich glaube, hier... machen wir das mal kaputt. Und begeben uns hier nach oben. Ich weiß nicht, ich glaube, theoretisch kann man auch durchlaufen, aber... bringt das was? Nö, dann... machen wir doch mal sowas. Oh ne, der will wohl nicht. Oder muss tatsächlich mit dem Lichtschwert ran? Naja, was soll's. So, du kannst da mal weg. Oh, wir haben doch ein bisschen viele Gegner hier. This is Kyle. I've captured the Imperial shuttle. I'm preparing to lift off of the asteroids. I'll contact you when I have them neutralized. Understood. Better make it fast. Their primary force will be here in no time. Alles klar. So, damit haben wir tatsächlich alle Secrets gefunden. Dank der Anleitung. Vielen Dank, meine liebe Anleitung. Hast du gut gemacht, oder? Dafür gibt es jetzt 3 Sterne. Und jetzt können wir das hier... der sieht halt auch ein bisschen anders aus, der Bildschirm. Jetzt können wir hier das Ganze verteilen. Wir könnten hier Pull Persuasion, die können wir noch nicht freischalten. Ich würde mal sagen, wir machen mal 2 in Sprung. Push ist, glaube ich, gar nicht so gut gewesen. Protection ist noch ziemlich nett. Und gehen wir noch, nehmen wir noch 1 in Pull.
Tja, und dann wären wir hier angekommen. Auf dem Asteroiden. Ich glaube, der wäre auch, der oder der war auch nicht so ohne weiteres machbar. Hier gibt es auch wieder 6 Secrets, die wir uns schnappen könnten. Wieso hast du mich denn schon wieder entdeckt hier, du blödes Geschütz, du? So, jetzt ist hier mal Ruhe. Meine Herren. Jupp, da ist tatsächlich relativ viel los. Vielleicht sollten wir da auch später hin, oder? Haben wir, wir haben, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Ja, wie es aussieht, müssen wir da sogar einigermaßen runter. Na dann. Ich glaube, das war nicht so geplant. Oder? Nee, hier gab es doch einen anderen Weg. Ich glaube nicht, dass das hier so richtig ist. Ja, ich glaube, das ist okay. Da ist viel zu viel los. Nö. Irgendwie gibt es hier einen anderen Weg. Mal gucken. Wir, also ich schaue mich dann einfach noch mal ein bisschen um. Ne, da brauche ich Force Jump. Ja, ich glaube, ich schaue mich hier noch mal um. Guck mal, wo es sonst noch lang gehen könnte. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.